Als am 9. November 1938 in Deutschland die Synagogen brannten, kam unendliches Leid über die Juden in ganz Europa. Und es verschwand auch ein ganz wichtiges Stück ihrer Kultur, die Synagogenmusik. Ein Mann, 1944 im Ghetto von Budapest geboren, hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht, diese Musik wieder zu finden und wieder zu beleben. Er ist heute mein Gast. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Professor Andor Ižak, den Gründer und Direktor des Europäischen Zentrums für jüdische Musik. Herzlich willkommen, Herr Professor Ižak. Danke. Herr Professor Ižak, ein Leben für die jüdische Musik. Können Sie uns so zum Auftakt mal erklären, was für Sie das Besondere daran ist, warum Sie Ihr Leben einfach dieser Musik gewidmet haben? Ich glaube, das zu erklären würde ziemlich lange dauern. Deshalb habe ich lieber eine CD mitgebracht mit der Musik der Synagoge, der zerstörten Synagoge. Mit der Musik der zerstörten Synagoge von Hannover, von Alfred Rose, Komponisten dieser wunderbaren Synagoge, die wir im Europäischen Zentrum für jüdische Musik produzierten, mit dem Chor, mit dem Europäischen Synagogalchor, mit meinem Ensemble unter meiner Leitung. Dankeschön. Das ist Musik, die die Herzen und Seelen der Menschen sicher auch ohne viele Worte erreicht. Sie haben sich zur Lebensaufgabe gemacht, diese Musik zu retten. Ihr eigenes Leben fing unter ganz schweren Umständen an. Sie sind geboren worden im Ghetto. Und ich weiß nicht, ob ich Sie darum bitten darf, aber ich war sehr bewegt, als ich von der Geschichte Ihrer Geburt erfahren habe. Würden Sie uns erzählen? Ja, ich weiß es nicht, ob das eine traurige oder eine lustige Geschichte ist. Meine Mama mit dem gelben Stern im Juli 1944, wollte in das Krankenhaus. Und sie war mit mir hochschwanger und der Pförtner hat sie nicht reingelassen wegen dem gelben Stern und ist nach Hause gegangen. Und das haben die Huren, die in unserer Straße wohnten, dort unmittelbar neben dem Judenhaus, und sagten, du musst jetzt ins Krankenhaus. Und sie haben dann den Stern runtergerissen und haben sie auf einen Kinderwagen gebracht und damit in das Krankenhaus geschoben und sagten, sie ist einer von unseren. Bitte lass uns durch. So bin ich in die Welt gekommen. Ein ganz ungewöhnlicher Anfang, und Sie haben recht, man weiß nicht, ob man ganz traurig sein soll über die Verhältnisse damals oder auch ein bisschen schmunzeln über diese Klugheit. Sie sind jedenfalls das Kind sehr strenggläubiger Juden, Sie sind in den festen Regeln des jüdischen Glaubens aufgewachsen. Ihre Eltern haben Sie auch schon sehr früh gefördert, als Ihre musikalische Begabung sichtbar wurde. Wenn Sie jetzt so an Ihre Eltern zurückdenken, was war das Wesentliche, was Ihre Eltern Ihnen mitgegeben und vermittelt haben? Ich glaube, dass ich wurde 1944 im Budapester Ghetto irgendwie vorprogrammiert. Meine Mama, 8 Tage nach meiner Geburt, suchte nach einem Mohel, nach einem berufenen Mann, der die Beschneidung durchführen kann. Und das hat kein Mensch verstanden. Sie sagten, wir werden nächste Woche nach Auschwitz gebracht oder auf den Donauufer, und es ist Ende, wir leben nicht mehr lange. Und dann hat meine Mama gesagt, okay, wir werden sterben, aber ich möchte, dass mein Sohn als Jude stirbt. Und das war eigentlich das Programm, das in meinem ganzen Leben lief. Ich habe immer wieder rechts und links geguckt, ich habe alles erlaubt, ich habe Trefe gegessen, ich habe am Schabbat mit dem Auto gefahren, ich habe alle Sünden, was so vorstellen kann, ich habe am Schabbat Geld angefasst. Oh.
Aber ich blieb trotzdem der Linie in meinem ganzen Leben immer treu. Dieses Leben hat Sie sehr geprägt und Budapest war ja nicht nur Ihre Liebe zur Musik, die Sie da entdeckt haben, sondern Sie haben auch die Liebe Ihres Lebens entdeckt. Ihre Frau Erika Lux, wie haben Sie sich kennengelernt? Ja, wir arbeiteten in demselben Gebäude bei unterschiedlichen Firmen, sie bei der Nationalphilharmonie, ich bei dem Komponistenverband und ich war technisch immer sehr versiert und ich hörte, dass die berühmte Pianistin Erika Lux im Haus ist und versucht eine Kopie zu machen von einer Aufnahme, aber sie kommt nicht zurecht, ob ich nicht helfen. Sie waren damals schon richtig berühmt, Ihre Frau, ne? Hm. Oh ja, und sie hatte schon damals ARD-Wettbewerb gewonnen und Mata Butterfly Competition in Tokio und den Debussy-Wettbewerb in Paris. Also sie war richtig eine bekannte Pianistin. Und ich ging mit zitternden Füßen dann hinunter und Erika, darf ich dir helfen? Seitdem helfe ich ihr, vielleicht nicht nur Tonbandgeräte zu programmieren. Sie hilft Ihnen aber auch, Sie spielen gemeinsam viel Musik und erarbeiten die Werke, die Ihr Herz auch bewegen. Sie sind auch aus der Liebe zu dieser Frau nach Deutschland gekommen. Ja, so ist es. Herr Professor Ijak, ich muss Sie mal einfach fragen, war das nicht unendlich schwer, in ein Land zu kommen, das so viel Leid über ihr eigenes Volk gebracht hat? Ja, diese Frage höre ich natürlich heute nicht zum ersten Mal. Mhm. Damit musste ich oft konfrontieren. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht. Ja. Und deshalb ist meine Antwort nicht improvisatorisch, sondern durchüberlegt. Schauen Sie, viel später nach meiner Geburt ging meine Mama mit mir auf der Straße in die Apotheke und wollte etwas Medikamente abholen. Und da kamen die jungen ungarischen Nazis, die Fleischkreuzler. Und die wollten mich töten. Und kamen zwei deutsche Wehrmachtssoldaten. Und meine Mama hat die Wehrmachtssoldaten gebeten, sagen Sie, meine Herren, könnten Sie nicht diese jungen Leute wegschicken? Die wollen meinen Sohn töten. Und sie sind weggegangen und ich verdanke mein Leben den deutschen Soldaten. Also mich wollten die ungarischen Nazis töten und mein Leben haben die deutschen Soldaten gerettet. Das heißt, das ist mein Schlüsselerlebnis. Ich stelle die Frage dann so, wie konnte ich eigentlich in Ungarn leben? Ja. Es ist für mich ganz einfach, ich lebe unter Menschen, die so weit sind von ihrer Nazi-Vergangenheit, dass man gar nicht glauben kann. Also so ein Paradebeispiel für die Vergangenheitsverwältigung, wie das in Deutschland passierte, das ist einmalig und ich habe überhaupt kein Problem damit. Mhm. Aber wenn Sie so ganz ehrlich in Ihr Herz reingucken, fühlen Sie sich denn als Jude, als Ungar oder als Deutscher? Ach Gott, Sie können Fragen stellen. Also ich bin auf jeden Fall ein europäischer Jude. Das sage ich aus dem Grund, weil viele haben Probleme mit den Begrifflichkeiten. Viele verstehen nicht, was ist Jude, was ist Israeli, was ist jüdisch, was ist Zionist. Ich kann mein Leben nicht anderswo als in Europa vorstellen. Ich komme aus Ungarn und lebe in Deutschland und heute ist Deutschland und Ungarn ein und dasselbe. Wir sind Europa. Und das ganz Wunderbare ist, dass die Juden, die damals als Schimpfwort Kosmopoliten betrachtet wurden, sind heute lobenswert Europäer. Und ich gehöre auch dazu. Aus dem Ghetto nach Europa angekommen, es ist ein ganz wunderbares und sehr bewegendes Leben, was Sie geführt haben. Dr. Arno Beyer, das ist der Funkhausdirektor des NDR Niedersachsen hier in Hannover, hat ein bewegendes Buch über Ihr Leben geschrieben. Es heißt Ander, der Spielmann. Und da gibt es zum Schluss ein Zitat. Und da der Spielmann die Saiten spielt, kam die Hand des Herrn über ihn. Das ist aus dem zweiten Buch der Könige. Wenn Sie an dieses Wort denken,
Ist es so, dass auch Ihre Musik Sie Gott näher bringt oder dass das Allerinnerste, was Sie antreibt bei der Musik, die Nähe zu Gott ist? Ja, das ist natürlich ein toller, ich glaube, das ist ein toller Titel. Andor, der Spielmann. Andor, der kleine Mann, der am jeden Schabbat in die Synagoge geht. Das müssen Sie sich vorstellen. Ich weiß es nicht, wie viel Schabbat in einem Menschenleben ist, aber ich habe versucht, immer in der Synagoge zu sein. Erlebt die Musik, erlebt die Stimme des Kantors, erlebt die Ehrlichkeit, wie er sich nach oben wendet. Und das, also ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Ich kann das nur mit einer fast apokalyptischen Erlebnis darstellen, wenn der Kantor, wenn er gut ist. Und bei bestimmten wichtigen Stellen im Gottesdienst einen Höhepunkt erreicht, das ist Katharsis pur, das ist unglaublich. Und das hat mein Leben, das ist mein Schicksal geworden. Wenn ich noch etwas dazu sagen darf, das Gegenteil, die Orgel. Ich wollte immer etwas Besonderes und für mich war die Palette in meiner traditionellen orthodoxen Synagoge ein bisschen eng. Wir waren nur männliche im Chor. Kinder, Jungs haben Sopran Alt gesungen, Erwachsene Tenor und Bass. Und es gab kein Orgel und ich hatte danach Sehnsucht. Es ist ein Wunder, dass ich einmal in einem Film eine Orgel gehört habe. Nicht in einer Kirche, eine Kirche durfte ich nicht betreten. In einem Film. Und ich wurde von diesem Sound, würde man heute sagen, fasziniert. Und da habe ich gefragt, warum geht es nicht, Orgel und Chor? Und dann hieß es, naja, aber es gibt eine große Synagoge, das ist die größte in Europa, da gibt es eine große Orgel. Und dort gibt es Gottesdienst mit Orgel. Und das hat natürlich mein Leben verändert. Total verändert. Seitdem sind Sie der Orgel sozusagen verfallen. Man kann das wunderbar in dem Buch nachlesen. Das erste Exemplar haben Sie unserem Bundespräsidenten Christian Wulff geschenkt. Da gibt es aber auch eine ganz besondere Verbindung zu unserem Bundespräsidenten. In dem Buch wird geschildert, wie Sie gemeinsam am Grab Ihrer Eltern gebetet haben. Aber dann sind Sie mit dem Bundespräsidenten in eben diese Synagoge gegangen, von der Sie erzählt haben. Und dort ist eigentlich der Grundstein gelegt zu dem Traum, den Sie im Moment verwirklichen, der Einzug Ihres Europäischen Zentrums für jüdische Musik in die Villa Seligmann. Wie war das da in der Synagoge? Ja, ich habe, seitdem ich lebe, immer einen Ort gesucht, wo meine Orgel, meine Sammlung, die Noten, die Handschriften, die Tonträger zusammengetragen werden können. Und das wusste auch der Bundespräsident, das war in der Presse ziemlich bekannt. Er war damals schon Ministerpräsident. Seine erste Auslandsreise als Ministerpräsident war Ungarn und er hat mich mitgenommen. Und dann sind wir in der großen Synagoge, wo ich dann das Schlüsselerlebnis hatte. Genau, und ich habe ihm dann die Orgel gezeigt, auf der Franz Liszt und Camille Saint-Saëns und wir alle gespielt haben. Und er war fasziniert von der Stimme des Kantors und er sagte dem Kantor, Herr Oberkantor, wie neidisch ich auf Sie bin, dass Sie das hier alles haben. Wir sind leider nicht in der Lage, sowas vorzuzeigen. Und dann sagt der Kantor, Herr Ministerpräsident, das ist, was Sie hier sehen, alles Kopie. Wenn Sie das Original sehen, machen Sie mal einen Termin mit Herrn Ishak. Er wird Ihnen alles zeigen, das ist alles bei ihm in Deutschland. Und daraufhin hat Herr Wulff gesagt, ach, das muss aber in seiner Villa. Und das war entscheidend wichtig. Sie sind jetzt gerade dabei einzuziehen. Sie haben schon die obere ehemalige Dienstbodenetage mit Ihrem Büro bezogen. Aber es ist eine geradezu prächtige Jugendstilvilla gebaut von dem Conti-Vorstand Sigmund Seligmann. Erzählen Sie doch mal, lassen Sie doch mal Ihren Gefühlen freien Lauf, wie es da aussehen soll und was da passieren wird.
Naja, also ein Haus für jüdische Musik, das ist natürlich ein großer Traum. Sowas gibt es nicht. Eine bürgerliche Villa als Ort der jüdisch-liturgischen Musik. Warum ist das für mich so wichtig? Weil wir Juden feiern die Gottesdienste ganz unterschiedlich. Anders die Orthodoxen, anders die Liberalen, anders die Sepharden, anders die Aschkenasim, anders die Buchara. Alle machen das anders. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich verletze bestimmte feine Stellen in der jüdischen Seele, wenn ich zum Beispiel mit der Orgel spiele oder wenn eine Frau singt. Das sind Animositäten, die vorhanden sind. Und eine bürgerliche Villa mit so einer Pracht ist dafür prädestiniert, für jeden diese Musik möglich zu machen. Sie müssen vorstellen, wenn ein Christ in die Synagoge geht, dann weiß nicht, er muss sich den Hut absetzen, meine Frau muss nach oben, soll ich jetzt aufstehen? Er hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, bewegt sich nicht so frei in der Synagoge. Deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann mache ich meine synagogale Musikkonzerte in der Marktkirche. Vielleicht in die Marktkirche kommen die gerne. Und das war auch so. Ich hatte immer Probleme mit der Ausrichtung meiner Konzerte, weil ich diese religiös gesehen neutrale Boden nicht hatte. Das bietet aber die Villa. Und die Villa wird nicht nur ein Ort von viele Konzerte werden, viele Vorträge, sondern auch der Ort der Erforschung der europäischen Musik, synagogale Musik. Das wird ein Ort, wo Wissenschaftler mit Noten, mit alten Tonträgern, mit Wachswalzen, mit Schellackplatten dann die alte Zeit wieder hervorrufen werden. Das wird ein Ort, wo Juden und Nichtjuden, Deutsche und Nichtdeutsche, ohne Fingerspitzengefühl, ohne Befangenheit, ohne also wirklich ohne Probleme miteinander treffen können und die Musik als Trägersignal krönt diese Begegnung und macht das ästhetisch, historisch wunderschön. Die Schätze, die Sie dort beherbergen werden, haben Sie in, denke ich mal, fast 30 Jahren zusammengetragen. Wie läuft das eigentlich? Gehen Sie auf Suche oder kommen die Leute zu Ihnen? Wie haben Sie das geschafft, dass Sie schon so viel zusammengetragen haben? Naja, ich hatte eine Arbeitshypothese, dass es gibt gar nichts mehr. Das war Gott sei Dank falsch. Es gibt sehr viel, nur diese sehr viele Dokumente sind nicht auf einem Ort. Heute sprechen wir in der Computerzeit von Cloud-Technologien. Das heißt, dass sicher ist etwas, was auf meinem Computer ist, was auf dem Server und dann irgendwo in Amerika gibt es auch noch ein Server. Möglichst viele Stellen sollen diese Dokumente erhalten. Ich habe auch so eine Technik für meine jüdische Noten und da, Tonträger. Das heißt, für mich ist es nicht wichtig, dass wir hier alles haben. Wir können auch nicht alles haben. Aber wenn wir zusammen mit der Hebrew College in Cincinnati, mit der Hebräischen Universität in Jerusalem, mit der könnte ich die Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, aufzählen, mit denen wir gemeinsam das Puzzlebild, das zerstörte Bild der europäischen jüdischen Musik herstellen können. Das wäre eine tolle Sache. Und das, stelle ich mir so vor, wird zentral in Hannover in der Villa Senigmann passieren. Aus Ihnen spricht so richtig die Begeisterung. Das ist kein Wunder, dass Sie ganz viele Sponsoren gefunden haben, die Ihre Arbeit unterstützen. Ist es richtig, dass Ankauf und auch Restaurierung der Villa weitgehend aus privaten Spenden getragen werden? Ja, das ist so. Das ist so. Und das ist für mich auch wichtig, dass das private Engagement so beispielhaft ein Signal nach vorne gesetzt hat. Ich denke, dass wir haben eine Zukunft vor uns, wo wir noch viel Unterstützung brauchen werden für unsere künstlerische und wissenschaftliche Aufgaben. Und dann können wir sagen, Europa oder Bund oder wen immer, schaut her, wir haben den Anfang gemacht.
Und das kann man ruhig angucken. Und da werden schon in der Zukunft ganz viele Institutionen bei uns nicht nur finanziell einsteigen. Sie haben ganz viel Überzeugungsarbeit gebraucht, aber Sie haben es sicher richtig gut gemacht. Denn alle Ministerpräsidenten, an die ich mich so erinnern kann, haben Ihr Anliegen unterstützt. Auch Gerd Schröder. Wir haben ein paar Bilder hier noch. Auf einen sehen wir Sie mit Sigmar Gabriel. Dem zeigen Sie eine ganz besondere kleine Orgel. Können Sie kurz erklären, was das für eine Orgel ist? Naja, ich wollte eigentlich die erste Orgel ausstellen bei meiner Magrefa-Ausstellung. Und das ist ein Wasserorgel, das ein Hydraul ist. Und ich wollte mal zeigen, wie die Politik die Kunst unterstützen kann, dass sich die Möglichkeit, Herrn Gabriel, der damals Ministerpräsident in Niedersachsen war, die Möglichkeit gegeben habe, die Pumpe zu betätigen, damit ich dort spielen kann. Allerdings, ich habe meine Zuhörer enttäuscht, weil die hofften darauf, dass von den Pfeifen dann das Wasser spritzen wird, aber das war natürlich nicht so. Das tut es nicht. Es gibt noch ein anderes, auch sehr schönes Bild. Unser jetziger Ministerpräsident David McAllister zündet in einer Synagoge eine Kerze an. Ich glaube, Sie feiern 200 Jahre Synagogenorgeln. Ja, das ist aus dem Anlass, aber das war keine Synagoge. Ach. Das war die Niedersächsische Landesvertretung. Mhm. Es sieht sehr synagogal aus. Mhm. Aber wir haben vor einem Jahr, am 1. Dezember, in Brüssel in der mit der niederländischen Landesvertretung eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. Und McAllister hat, der Ministerpräsident hatte die Idee, wir sollen das mal auch in Berlin in der niedersächsischen Botschaft machen. Und für mich war das aus dem Grund so symbolträchtig, weil dieses Phänomen Weihnachten, das ist eine typische deutsche Erfindung, das kommt aus den zwei Worten, aus Weihnachten und aus Hanukka, Weinuka. Nicht das jüdische Lichterfest und das christliche Lichterfest. Die jüdischen Kinder, auch ich, waren immer sehr neidisch auf die Christlichen, dass sie an Weihnachten Geschenke bekommen und die Juden nicht. Und dann haben die Eltern gesagt, dann machen wir Weihnachtskerzen neben Hanukkah-Kerzen an. Und die haben das Weinuka genannt. Typisch deutsch, wunderschön. Wir haben noch ein drittes Bild, das zeigt Sie mit unserem ehemaligen langjährigen Ministerpräsident Ernst Albrecht, der ja auch ein ganz starker Verfechter für Ihre Musik ist, und Oberbürgermeister Stefan Weil. Das zeigt ja eigentlich, Sie sind überall angekommen mit Ihrer Musik. Ihre Musik füllt die Kirchen, die Konzerte sind wahnsinnig gut besucht. Aber wie ist das dann, wenn man mal ganz ehrlich fragt, wirklich mit der Aussöhnung zwischen Christlichen und Jüdischen, zwischen Deutschen und Jüdischen? Glauben Sie, dass unsere führenden Politiker, aber auch der Mann auf der Straße inzwischen an einem Punkt sind, wo man wirklich versöhnt miteinander umgeht? Es ist keine einfache Frage. Mit Sicherheit waren wir schon ziemlich nah zueinander, aber wir haben oft die falschen Wege ausprobiert. Wir haben versucht, ökumenische Gottesdienste zu machen, zum Beispiel Schabbat-Gottesdienst am Sonntag oder christliche Messe am Samstag. Es geht nicht. Ich habe immer gesagt, wir Juden können gerne am Sonntag zu dem Gottesdienst in die Kirche gehen und die Christen können gerne am Schabbat in unsere Synagoge kommen. Es war politisch auch sehr, sehr nah, immer. Ich sehe das als eine Parabola, sehr, sehr nah, aber mit der Zeit sind die Rollen ausgetauscht worden. Es gibt eine dritte, vierte Generation schon mittlerweile, die das aus den Büchern vielleicht kennen. Bitte denken Sie darüber nach, was denkt ein Junge, der 15 Jahre alt ist, über die DDR? Nicht? Wir haben unsere Erfahrung und er hat diese Erfahrung nicht. Und genauso ist es mit der christlich-jüdischen oder jüdisch-nicht-jüdischen Beziehung. Wir haben jetzt neue, frische Gesichter überall am Hebel, die diese Faden entweder nicht haben, verloren haben oder gar nicht kannten. Und wir haben eben deshalb sehr viel zu tun,
weil die jüdische Geschichte, die in Deutschland, im Herzen von Europa einmal so große Format hatte. Was Leid betrifft, aber auch was Freude betrifft, das muss lebendig erhalten bleiben. Ich verstehe Sie richtig, wenn Leute sagen, also nach so vielen Jahrzehnten muss jetzt mal ein Schlussstrich gezogen werden. Wir wollen am besten gar nicht mehr drüber reden. Die Jungs und die Mädchen von heute haben ja auch gar nichts damit zu tun. Ich verstehe Sie richtig, dass Sie das falsch finden. Ja. Sie plädieren dafür, die Erinnerung wachzuhalten und das Vergessen zu verhindern. Erinnerung auf jeden Fall wachhalten, auch in der tragischen Inhalten, die uns miteinander verbinden. Aber, und das ist mein Ziel mit der Villa Seligman, auch positive Meilensteine zu bauen, weil die deutsch-jüdische Geschichte, ich sage mal absichtlich falsch, wenn jemand das so sagt, dann sage ich immer, das ist falsch, das gibt es nicht. Aber jetzt sage ich mit dieser falschen Formulierung, die deutsch-jüdische Geschichte ist voll mit wunderschönen Elementen. Und darüber sprechen wir eigentlich kaum. Und dafür ist die Villa Seligman im Herzen Hannover da. Gerade diese wunderbare Zeit, wo ein Sigmund Seligmann, ein Jakob Berliner, der Bruder des Mikrofon- und Schallplattenerfinders, Emil Berliner, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde war, der Gründer der Deutschen Grammophongesellschaft war, mit August Matzak, also die trafen sich in der Villa Seligman und so nebenbei gründeten die Kästner Gesellschaft. Und ich sehne mich nach dieser Zeit und ich stelle mir so vor, dass wir bieten durch die jüdische Musik eine Begegnung, ein Forum, eine Fassung dafür, dass gute Inspirationen, gute Gedanken und gute Taten auch in der Zukunft leichter ermöglicht werden. Wann wird die Villa denn eröffnet? Ja, das darf ich Ihnen nicht sagen, aber ich hoffe ganz bald. Aber ein halbes Jahr müssen wir mit Sicherheit noch arbeiten. Denn wenn wir noch nicht so genau wissen, wann wir in die Villa dürfen, verraten Sie uns vielleicht mal, wo können die Hannoveranerinnen und Hannoveraner Sie und die wunderbare Musik denn in der nächsten Zeit hören? Ja, ich muss dann meine Liste nehmen, weil meine Mitarbeiter haben hier aufgelistet, dass der erste Termin ist der 12. September am 21.30 Uhr wird Arte im Fernsehen über die Musik der Synagogen einen Porträtfilm über mich zeigen. Mit viel, viel Musik kann ich sehr empfehlen, mit dem Chor, mit dem wir eben vorher gehört haben, mit dem Europäischen Synagogalchor. Und am 21. September um 19.30 Uhr sind wir in der Neustädter Stadtkirche mit dem Breslauer Synagogenchor und auch mit meinem Europäischen Synagogalchor. Und am 5. November machen wir um 19 Uhr unser Gedenkkonzert, 9. November, Reichspogromnacht. Und am 11. November, am Sonntag um 18 Uhr machen wir unsere Weinuka-Veranstaltung, jetzt in Hannover, im Hotel Maritim. Und am Samstag, am 28. Januar um 18 Uhr findet sich das Gedenkkonzert in der Marktkirche Hannover. Es geht um 27. Januar. Und schön ist dabei, dass das Konzert wird durch den Berliner Domchor unter meiner Leitung dann bestätigt. Sie sehen, es gibt reichlich Gelegenheit, Professor Andor Itschak, seine Musik, seine Kompositionen zu hören, zu sehen, wie er dirigiert. Singen Sie manchmal auch? Ja, gerne. Gelegentlich. Also das ganze Programm, was hier in Hannover zu sehen sein wird, haben Sie jetzt gehört. Gehen Sie mal hin. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Ihnen, Herr Professor Itschak, danke ich ganz herzlich, dass Sie da waren, wünsche Ihnen alles Gute und zum Abschluss hören wir noch mal hinein in die Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Danke, es war schön, bei Ihnen zu sein.